nur 1,5 des CO2-Ausstoßes, weil unser Anteil an der Bevölkerung weltweit, deshalb sollen sich die anderen drum bemühen. Das mag so sein, aber wir haben heute noch 20-25% vielleicht des Lösungspotenzials dieser Welt, um diese Probleme anzugehen. Und die müssen wir nutzen. Dann haben wir unseren Arbeitsplätzen gedient und wir haben unserer Wirtschaft gedient. Aber dies gegeneinander ausspielen, das eine oder das andere, kann nicht funktionieren von keiner Seite. Es ist komisch, dass überhaupt niemand über Armut redet. Es ist eine ganz merkwürdige Debatte mit der Art, wie Sie jetzt über Umweltprobleme reden, wo ich als Ökologin wirklich nur mir alle möglichen flashenden Erinnerungen kommen und ich das einfach nicht glaubwürdig finde. Ist aber auffällig, dass jetzt sozusagen so eine ganz kleine technokratische klimapolitische Debatte hier benutzt wird, um das riesengroße soziale Thema, das, was an Armut in den letzten Jahren schon produziert worden ist und was jetzt noch mehr in diesem Land auf viele Menschen zukommt, überhaupt nicht besprochen wird. Ich habe vorhin mal gesagt, am Anfang, da ist keiner drauf eingestiegen. Bei diesem Gipfel, bei diesem Treffen heute Abend und bei den weiteren Treffen wird es darum gehen, sozusagen eine solche Befriedung zu schaffen, auch Gewerkschaften einzubinden damit und auch die verschiedenen Interessen sozusagen zusammenzubinden, so, dass man nach außen scheinbar gemeinsam zum Willen des Ganzen auftritt. Das ist aber natürlich alles Bullshit, wie wir wissen. Wir machen die größere Diskussion auf, Frau Dipfurth. Wir haben verstehen wollen, was diese Woche so los war und was uns das Neues erzählt und wollten darüber verstehen, welche Politik die Bundesregierung im Moment verfolgt. Deshalb hatten wir die Punkte durchdiskutiert. Aber machen wir die größere Debatte, die hier sowieso vorbereitet war. Herr Kannegießer, die Frage an Sie. Wir haben dieses Jahr eine neue Metapher kennengelernt. Und die hieß, man habe in den Abgrund geblickt. Was haben Sie in diesem Abgrund gesehen? Wenn unser Finanzsystem zusammenbricht, dann betrifft uns das alle. Dann fängt man als Privatmann an, darüber nachzudenken, muss ich nicht sehen, dass ich es unter Matratze verstecke. Dann geht gar nichts mehr. Und insoweit hat dieser Teil unserer Wirtschaft, die Finanzwirtschaft, eine ganz andere Bedeutung und Stellenwert. Das ist nicht irgendein Sektor unserer Volkswirtschaft, wie der Maschinenbau so wichtig er ist, wie die Automobilindustrie so wichtig sie sein mag, wie andere Bereiche. Aber die Finanzwirtschaft, die überstrahlt alles. Ohne die geht gar nichts. Deshalb, wenn die zusammenbrechen würde, dann geht nichts mehr. Dann funktioniert eine moderne Wirtschaftsordnung, egal unter welchem Vorzeichen, sie funktioniert nicht mehr. Haben Sie in den Momenten jemals am System, also am Kapitalismus, gezweifelt? Nein, nicht nur, weil ich so sozialisiert und aufgewachsen bin, weil ich auch sehe, dass man nicht aus Problemen, die in einem Teil der Volkswirtschaft entstanden sind, jetzt auf das Ganze ableiten kann. Das ist jetzt natürlich die Gefahr. Jetzt kommen die natürlich aus allen Löchern raus und kommen ans Licht und sagen so, das haben wir immer gesagt. Aus welchem Loch komme ich denn gerade? Ich weiß nicht, aus welchem Loch Sie kommen. Woher soll ich das wissen? Ich verrate Ihnen meine Löcher. Interessantes Bild von dem politischen Kontrahenten, was Sie da haben. Ich weiß nicht, ob Sie mein Kontrahent sind. Aber lassen Sie uns bei der Sache bleiben. Offensichtlich, ja, wir können anschließend gerne über die Löcher sprechen. Aber jetzt lassen Sie uns erst vielleicht darüber über unser Thema sprechen. Ich würde über die Zweifel am Kapitalismus gerne sprechen wollen. Ich glaube, deshalb hat Frau Dipfurth sich schon in dem Loch gesehen. Und ich würde sagen, es ist doch zweifellos so, dass wir die beiden grundsätzlichen Alternativen haben, einer planwirtschaftlichen Ordnung und einer marktwirtschaftlichen Ordnung. Und hier hat sich eindeutig doch wohl gezeigt, in der ganzen Wirtschaftsgeschichte gezeigt, dass die Marktwirtschaft wesentlich mehr Effizienz und Dynamik bringen kann. Unter der Voraussetzung, dass sie in ein soziales System eingebunden ist. Und das ist der große Fortschritt nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Da ist während der Hitlerzeit darüber nachgedacht worden, im Widerstand, wie denn die deutsche Ordnung aussehen könnte nach dem Krieg. Und da ist dieses Konzept entstanden, was dann gependelt ist. Und ich halte es nach wie vor, ich meine, ich weiß nicht, ob jetzt hier die Zeit, aber ich halte es nach wie vor für das System, was Effizienz, die wir in der Wirtschaft brauchen, jede Wirtschaft braucht Effizienz, mit sozialem Ausgleich verbinden können. Aber Der Kapitalismus ist im Widerstand gegen den Faschismus entstanden. Das ist eine ganz köstliche Nummer. In den Widerstandskreisen um den 20. Juli, wenn wir mal diese rechte konservative Abteilung nehmen, wurde diskutiert über autoritäre Gesellschaftsmodelle. Wenn Sie das gleichsetzen, okay. Ist doch nun kein. Ich melde mich zu Wort. Herr Sinn, genau. Ist der Kapitalismus nach wie vor das überlegene System?
Die Frage stellt sich doch gar nicht. Doch, die wird von vielen eben falsch gestellt, weil man nicht sieht, wo die Defekte wirklich lagen, die diese Krise hervorgerufen haben. Und zwar lagen die Defekte beim amerikanischen oder angelsächsischen Bankensystem, wo die Eigenkapitalregulierung fehlte. Die durften also mit sehr wenig Eigenkapital ihre Banken machen, sodass, wenn da was schief ging, ja, sie keinen Puffer hatten und dann sehr schnell in den Konkurs getrieben wurden. Im Übrigen, wenn man kein Eigenkapital hat, dann geht man auch sehr stark ins Risiko und dann entwickelt sich das, was wir Casino-Kapitalismus nennen. Man muss Eigenkapital verlangen von den Banken. Wenn da hinreichend viel Eigenkapital ist, dann kann das alles nicht passieren. Ausgelöst wurde das Ganze ja durch eine Entscheidung der amerikanischen Kontrollbehörde im Jahre 2004, wo man die Eigenkapitalregulierung für die amerikanischen Investmentbanken beseitigt hat. Und kein geringerer als Henry Paulson, der jetzt scheidende Finanzminister, war damals als Lobbyist für Goldman Sachs da tätig und hat bewirkt, dass diese Schranke mit dem Eigenkapital fiel. Und dann sind die unheimlich ins Risiko gegangen, haben Geschäfte gemacht, haben ein Eigenkapital von 2 gehabt und haben ein Geschäft für 100 gemacht. Ja? Und dass da ab und zu was schief geht, das ist dann klar. Und das, die 2 reichen halt nicht aus als Puffer. Und dann sind diese Investmentbanken verschwunden von der Bildfläche. 60% der amerikanischen Investmentbanken sind dieses Jahr gestorben. Und das war der Auslöser für diese dramatische Krise, die die ganze Welt erfasst hat. Also, was wir lernen müssen, ist, wir müssen die Banken regulieren. Ist es ein Fehler Einzelner? Es ist ein Systemfehler. In dem Sinne, wie es Herr Kannegießer gesagt hat, wir haben ja in Deutschland die Vorstellung des Ordoliberalismus, Ludwig Erhard, nicht? Was also nicht Ökonomen als Neoliberalismus bezeichnen. Wir haben das noch nie so genannt, Ordoliberalismus. Ordoliberalismus heißt Marktwirtschaft mit Regeln. Marktwirtschaft ist keine Anarchie, wo jeder tun und lassen kann, was er will, sondern es wird genau vorgeschrieben, welche Dinge möglich sind und welche nicht. Und bei den Banken hat man das missachtet. Warum hat man es missachtet? Weil es so einen Laschheitswettbewerb der Regulierungssysteme gab. Wenn ich das noch sagen darf. Also ist der Staat und die Aufsichtssysteme sind schuld. Es sind die Aufsichtssysteme, die den Wettbewerb erodieren. Mir hat ein französischer Banker gesagt, wenn zu uns ein Banker kam mit einem neuen Finanzprodukt, dann hatten wir uns eigentlich vorgenommen, das nur dann zu genehmigen, wenn wenigstens einer von uns verstehen würde, was das ist. Diese Regel konnten wir nicht durchhalten, weil, wenn wir es nicht genehmigt hätten, hätten es die Deutschen oder die Engländer genehmigt. Und das genau ist das Problem. Im Wettbewerb um das Bankengeschäft erodieren diese Regulierungssysteme. Und zum Schluss wird gar nicht mehr reguliert, dann dürfen die Banken machen, was sie wollen. Und es entsteht dieser Casino-Kapitalismus, den wir jetzt beklagen. Wir haben zwei Dinge, halten wir fest. Herr Kannegießer hat nicht am System gezweifelt, Herr Sinn offensichtlich auch nicht, aber er zweifelt an den Regulierungsbehörden und findet, die waren schuld. Ansonsten war es ein Systemfehler. Was sagen Sie? Ja, erst einmal bin ich sehr der Überzeugung, dass wir dringlich über Kapitalismus sprechen müssen, dass diese Frage auf den Tisch gehört. Wenn ich in den Umfragen, sehe, dass in Deutschland in einigen nur noch 31% der Bürgerinnen und Bürger die Marktwirtschaft für das sinnvolle System hat, dann wird es allerhöchste Zeit, dass wir uns darüber Gedanken machen, wo führt denn das hin? Und wir haben eben durch all das, was wir jetzt erleben, massiv dazu beigetragen, dass dieses System nebenbei auch die freiheitlich-demokratische Ordnung erheblich gelitten hat. Das ist meine Hauptsorge und deswegen kann ich nur hinzufügen, ich bin in meinem Leben nie Kapitalist gewesen. Ich bin bestenfalls, und Sie setzen das ja fast gleich, ich bin Marktwirtschaftler. Und ich bin angetreten mit sozialer Marktwirtschaft. Wir haben uns bemüht, klarzumachen, dass ein Markt, der nicht dieses betrachtet, Auswirkungen auf die Umwelt hat, die uns alle unglaublich in Gefahr bringen. Deswegen habe ich gesagt, wir brauchen eine ökologische und soziale Marktwirtschaft. Wenn wir das nicht erreichen, dann wird dieses kapitalistische System die Probleme der Welt nicht bewältigen und es wird hinweggefegt. Ganz einfach. Und das, Herr Töpfer, gibt mir eine gute Gelegenheit, um unseren Beitrag noch mal zu zeigen, um uns noch mal vor Augen zu führen, welche Wörter in diesem Jahr benutzt worden sind. Danach würde ich dann Frau Dittfurth auch gerne noch mal fragen, die das eben auch schon mal ins Spiel gebracht hatte. Dass Sprache da immer verräterisch ist, wenn man sich anschaut, was 2008 uns erzählt hat über den Kapitalismus. Das Jahr 2008. Es hatte so siegessicher begonnen. Wir sind in der Lage, Europameister zu werden.
Ich halte Vollbeschäftigung in absehbarer Zeit für möglich. Ich setze mir doch keine unrealistischen Ziele, also Entschuldigung. Doch dann wurden alle Gewissheiten auf den Kopf gestellt. Nix mit, ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnt Deutschland. Spanien ist verdient Europameister. Erst der EM-Titel futsch. Dann brennen plötzlich die Finanzmärkte und bringen die Wirtschaft zum Absturz. Wir haben es mit Exzessen der Märkte zu tun. Eine Vergötzung des Geldes. Die meisten Menschen haben das Vertrauen in dieses Wirtschafts- und Ordnungsmodell vielleicht noch nicht verloren, aber sie stellen es in Zweifel. Und das Politcredo der vergangenen Jahre. Das uns fast wie eine Monstranz vorgehalten worden ist. Das lautet, der Staat soll sich aus allem raushalten. Im Jahr 2008 scheinbar ein für alle Mal passé. Aufgabe des Staates ist Kontrolle. Der Staat ist Hüter der Ordnung. Wir haben heute begonnen, die Grundlagen für eine neue Steuerung der Welt zu legen. Und ein Wort aus längst vergessen geglaubten Zeiten auf einmal wieder in aller Munde. Verstaatlichung. Verstaatlichung. Mehr Markt, weniger Markt? Oder ist 2009 der Bewusstseinswandel schon wieder vorbei? Frau Ditfurth, ich nehme ein paar Wörter auch aus dieser Debatte noch mal dazu. Frau Merkel hat ja gesprochen von den Exzessen der Märkte. Herr Sinn hat gesprochen vom Casino-Kapitalismus. Wir haben gehört von Auswüchsen des Kapitalismus und haben Herrn Töpfer gehört, der gesagt hat, man kann das sehr zu Recht diskutieren. Sie machen das seit ewig langer Zeit. Warum glauben Sie nicht an Auswüchse von Kapitalismus, die wir dieses Jahr gesehen hätten? Also wir haben ja diskutiert, dass wir auch hier mal etwas allgemeiner reden können. Genau. Ja. Und das finde ich ganz schön, weil es gibt der Versuch, sozusagen, das und das sind Auswüchse, heißt immer, man will die normalen Verhältnisse des Kapitalismus retten. Man sagt, das ist eigentlich okay, es gibt jetzt nur eine Abart oder eine schlechte Entwicklung, eine Art von Viruskrankheit. Dabei ist Quatsch. Und Kapitalismus heißt, und das ist das Schöne, dass auch mal Marx wieder im Bild gezeigt wird, und es gibt auch noch andere kluge Bücher, Kapitalismus heißt im Kern nichts anderes, als ein Wirtschaftssystem zu haben, das kann man auch nicht verschleiern, was den Versuch macht, sich menschliche Arbeitskraft und Naturressourcen als die einzigen Quellen des Reichtums, wie Marx es nennt, zu unterwerfen. Und das möglichst billig. Und dass das weltweit unterschiedlich geschieht, hat was damit zu tun, dass es in diesem Land mal eine stärkere Arbeiterbewegung als heute gab, dass sozusagen gesellschaftliche Gegenmacht produziert wird, Gegenwehr, Widerstand und gebremst wird. Hat damit zu tun, dass in anderen Ländern durch historische Entwicklung, die man jetzt, für die jetzt gar keine Zeit ist, sozusagen diese Bremsen nicht eingebaut werden, diese Form von Widerstand nicht möglich war. Und deswegen ist immer möglich, in dieser Krise jetzt auch wieder, alles, was der Kapitalismus an besonderen Grausamkeiten, wie an Hunger zu krepieren, in Kriegen zu sterben, keine Perspektiven fürs Leben zu haben, in großen Massen auslagern kann. Aber in dieser Krise wird es so werden, dass auch die Ghettos, die es in deutschen Städten gibt, wachsen werden. Das heißt, man kommt in eine fatale Situation. Eigentlich müssten wir jetzt darüber reden, aber in diesem Kreis ist das ein bisschen schwierig, darüber reden, was für Möglichkeiten gäbe. Es wäre zum Beispiel sinnvoll, sage ich als Undogmatik, wäre es zum Beispiel sinnvoll, die Banken, die jetzt Steuergelder kriegen, schlicht und einfach zu verstaatlichen. Und ich traue auch Teilen dieses Staates bei aller Kritik zu, dass er in der Lage wäre, Finanzströme... Ja, meinen Sie denn, die Staatsbanken haben so gut abgeschnitten, Moment, die Landesbanken? Zu regulieren. Schauen Sie sich die doch mal an. Jetzt, Sie wollen wieder auf Ihre technokratischen kleinen Nein, nicht Segen technokratisch. Stellen. Wir haben doch Staatsbanken. Die haben die größten Verluste eingefahren von allen, die Landesbanken. Ich rede ja nicht von dummen Formen der Verstaatlichung. Sondern die Frage. Ja, was sind denn kluge? Was Sie reden, ist doch mit Verlaub gesagt so nicht in Ordnung. Nehmen Sie mal das Umweltproblem im Kommunismus. Wenn der Kommunismus so toll funktioniert, warum hat er die Umwelt so verschandelt, wie er es getan hat? Ich habe vorhin schon Versuch gemacht, irgendwelchen klischeehaften Bemerkungen, die jetzt von Ihnen leider auch kommen. Ja, das war doch auch sehr klischeehaft, was Sie gesagt haben. Die Kritik, es gab seit vielen Jahren Kritik am realen Sozialismus. Und es geht nicht darum, so etwas wie eine bürokratische Kommandowirtschaft durchzusetzen, sondern es geht den Versuch dazu zu machen, ein Wirtschaftssystem zu finden. Vielleicht haben Sie wesentlich Interesse mal an so einer Frage und wiegeln mich gleich ab, in dem Menschen nicht kaputt gemacht werden, in dem Menschen nicht ausgebeutet und
das Ziel von aller Politik, um es mal ganz generell zu sagen, sozusagen mein Prinzip einfach mal auf den Tisch zu legen, ist, eine Politik zu machen, bei der Menschen nicht gedemütigt, niedergeknechtet und ausgebeutet werden. Und was wir jetzt sehen werden, ist, dass mit dem Argument, ihr kriegt ja irgendeine Arbeit, ein Teil wird es kriegen, aber es wird eine Scheißarbeit sein. Es wird so sein, dass noch mehr Leute zwei und drei Jobs brauchen. Gestatten und schon Sie mir, haben dass sie ich die Statistiken gesäubert und haben saubere Zahlen, dass ich bessere Zahlen. Den zentralen Gedanken mit aufnehme, den Sie gesagt haben, es muss eine Gegenwehr geben, so haben Sie gesagt, und haben dann die Arbeiterbewegung angesprochen und dann zack zu Herrn Scholz geguckt, deshalb an Sie die Frage, Herr Scholz. Nee, den setze ich damit nicht überein. Also das ist, dann war die Beziehung SPD-Arbeiterbewegung ist schon so lange kaputt. Dennoch will ich nach der Gegenwehr fragen, die kam ja auch in den Sätzen von Herrn Sinn vor. Er bemängelt, dass es zu wenig Aufsicht gegeben hat, dass es also da keine Gegenwehr gab gegen Märkte, die sich verselbstständigt hatten, wie es Frau Ditwood findet, aber das ist Ihr Argument, wie es ohnehin die Märkte immer tun. Was ist mit der Gegenwehr? Bringen Sie die auf die Reihe? Ich glaube schon. Die SPD? Natürlich, die SPD, übrigens die als die historische Partei der Arbeiterbewegung, aber darüber wollen wir uns jetzt nicht streiten, dass einige das schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts falsch gefunden haben, aber die hatten nie recht. Ich will was sagen zu dem Thema, was ist los und was kann man tun. Das, was wir herausgefunden haben, ist, dass unsere Wirtschaftsverfassung, der Kapitalismus, die Marktwirtschaft nicht funktionieren ohne Sozialstaat. Ohne Regeln, ohne demokratische Kontrolle und die Handlungsmöglichkeiten, die damit verbunden sind. Ohne Aufsicht, sagt er. Auch ohne Aufsicht. Aber ich finde, es ist dann doch zu kurz, das jetzt nur auf das Thema, das ist alles richtig, der Bankenaufsicht weltweit zu beschränken. Da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Themen. Und natürlich, finde ich, sollte man jetzt die Gelegenheit nutzen, da vielleicht auch eine Kurskorrektur in der Debatte unseres Landes zustande zu bringen. Ich habe mich schon geärgert, wie verächtlich der Sozialstaat in den letzten Jahren gemacht worden ist. Und ich finde es gut, wenn das jetzt wieder andersrum kommt. Das will ich ausdrücklich dazu sagen. Hartz IV macht ihn verächtlich, finde ich auch, ja. Nein, das hat gar nichts damit zu tun mit Verächtlichmachung. Ich will jedenfalls noch mal sagen, ich habe mich darüber geärgert. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir in Deutschland Traditionen haben, die sich ja auch mit sozialer Sicherheit über Rentenversicherung, über Krankenversicherung, über Pflegeversicherung und andere Dinge verbinden. Und es ist wichtig, dass wir diese Institutionen erhalten und sichern. Ich finde es richtig, dass wir sowas haben wie Kündigungsschutz, Betriebsverfassung und Unternehmensmitbestimmung. Und glaube, dass sich gerade in dieser Krise bewährt, dass wir das haben, weil es uns Handlungsmöglichkeiten gibt, die andere Länder nicht haben. Und jetzt haben einige in der Krise, die in den letzten Jahren schlecht über den Staat und über die Gemeinschaft geredet haben, nach staatlicher Hilfe gerufen. Manche Banken und Unternehmen haben sich darüber gefreut, dass in ihrem Rücken nicht Island, sondern die Bundesrepublik Deutschland steht. Und denen allen möchte ich jetzt in dieser Situation sagen, es wäre schön, wenn Sie das, was Sie jetzt hier gelernt haben, die nächsten 5 oder 10 Jahre wenigstens einigermaßen in Erinnerung behalten. Wir brauchen mehr Sozialstaatlichkeit. Ein Grund übrigens, warum ich glaube, dass wir gerade in der jetzigen Krise sicherstellen müssen, dass möglichst niemand entlassen wird. Das können wir mit den Möglichkeiten der Arbeitsmarktpolitik mehr erreichen, als man denkt, wenn alle zusammenhalten wollen. Sie können nicht glauben, was Deshalb Sie glaube ich, dass wir es richtigerweise voranbringen sollten, dass es wieder mehr Unternehmen gibt, die Arbeitgeberverbänden beitreten und Tarifverträge für sich verbindlich machen. Das ist schlecht, dass es immer mehr gibt, die sich nicht mehr daran halten. Und ich glaube, wir brauchen so etwas wie Mindestlöhne in unserer Gesellschaft, um den freien Fall nach unten zu begrenzen. Das alles ist eine Tradition, die jetzt sich als besonders richtig erweist. Und wenn das die Lehre aus der heutigen wirtschaftlichen Lage ist, dass der Sozialstaat Zukunft hat, dann ist das die richtige Lehre, die alle miteinander ziehen können. Träumen weiter, Junge. Herr Scholz, danke dafür. Herr Kanegis, an Ihnen, an Sie bitte zum Schluss noch die Frage mit der Bitte tatsächlich um die berühmte kurze Antwort. Haben Sie die Hoffnung, dass es gelingen wird? Was Herr Scholz beschrieben hat, dass man den Kapitalismus so weit reformiert mit den Erkenntnissen aus der Krise, dass es hinterher allen besser geht? Also das einzige System, was sich ständig eigentlich reformiert hat, seit Karl Marx, sich ständig weiterentwickelt hat, das ist dieses System der Marktwirtschaft und als